Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Das war gerade Warshan Weltstufe 4. Warshan auf Weltstufe 4 lässt nur Items fallen, die Gegenstandsmacht 800 haben. Das heißt, sowohl die Armschienen als auch die Waffe und die Waffe hier haben 800 Gegenstandsmacht. Das ist ganz knapp unter Max. Max ist ja 820. Wenn man mal schaut, die Waffe, die ich gerade habe, hat 803. Und da habe ich richtig lang gebraucht, um die zu finden. Also, wenn ihr noch Sachen mit hoher Gegenstandsmacht braucht, dann auf jeden Fall Warshan auf Level, ja, auf Level, auf Weltstufe 4 besiegen. Hier gibt es Items, Gegenstände mit 800 Gegenstandsmacht. Ich weiß nicht so ganz, ob es einen Unterschied macht, ob es jetzt heilig ist oder vermacht. Ich finde es komisch, Gegenstandsmacht mit 800 kann eigentlich nicht heilig sein. Da könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wieso das vielleicht so ist. Außerdem hatte ich letztens das zornige Herz drin, wo ich beim letzten Video gesagt habe, dass komplett broken ist, dass die kritischen Treffer auflädt und dann nach 4 Sekunden Schaden rauslässt. Ist für mein Bild, ich habe es ausprobiert, leider komplett useless, weil ich mit Pulverisieren ja immer darauf setze, dass der Gegner unter Kontrollverlust leidet und verwundbar ist. Und das wird beides leider nicht getriggert mit diesem Herz. Deswegen muss ich das Herz leider beim Pulverisieren-Bild rausnehmen. Das heißt, für alle Leute da draußen, die irgendwas mit Kontrollverlusteffekten oder mit Verwundbarkeit machen, dieses Herz wird wahrscheinlich nicht the way to go für euch sein. Und ich hatte mich ein bisschen gefragt, wie kann ich eigentlich das Herz rausholen, beziehungsweise ein anderes reinmachen, weil das geht nicht beim Juwelenschmied. Man kann also nicht einfach entsockeln. Was man machen muss, ist das Item ablegen. Dann ein passendes Herz auswählen. Hier, das ist zum Beispiel ein roter Sockel. Das seht ihr, ein orangener Sockel. Da würde also das reinpassen. Dann kann man das auswählen und dann kann man hier sagen, sockeln. Und dann fragt er nochmal, möchtest du wirklich das Item ersetzen? Möchte ich in dem Fall nicht, aber so wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr die boshaften Herzen ändern könnt. Das war mir nämlich nicht bewusst. Gibt es bestimmt den einen oder anderen da draußen, der sich fragt, wie er da die Herzen wechseln kann. Und was auch interessant ist, wenn ihr jetzt hier Warshan gemacht habt, könnt ihr aus einem Tunnel wieder raus. Vielleicht kleiner Recap für alle, die das nicht wissen. Warshan findet ihr immer in diesen verhexten Grotten oder in diesen boshaften Tunneln und dann hinter so einer Tür ganz am Ende. Und wenn ihr, da gibt es immer so eine Abzweigung, hatte ich im letzten Video auch gezeigt. Eine Abzweigung, hier unten ist die Abzweigung. Und da gibt es auch nochmal ein boshaftes Herz, oder so eine Pustel, die man dann heraufbeschwören kann mit einem, wie heißt die Dinger? Boshafter Auswuchs, boshafter Ansucher. Ich komme mit den Namen nicht klar. Ne? Wieso heißt es boshafter Ansucher? Wieso nicht boshafter Schlüssel oder sowas? Naja. Ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, zornerfüllter Auswuchs habe ich immer noch nicht bekommen. Ich habe nochmal 20 Kisten aufgemacht. Ich habe keinen bekommen. Schreibt mir da gerne unten die Kommentare, falls ihr eine Idee habt, wie man diesen zornerfüllten Ansucher bekommt. Ich werde jetzt den hier noch aufmachen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Jedes Mal immer Warshan besiegen und hier den boshaften Ansucher machen, um dann die maximale Menge an Herzen zu bekommen. Und gibt nochmal ein Item. Das lohnt sich natürlich auch. Und mal ein bisschen Erfahrung. Was habe ich jetzt hier als Item bekommen? 600. Okay, ist jetzt nicht so spannend. Und das Herz hier auch nicht so spannend. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Warshan besiegen wollt für die 800 Gegenstandsmacht, dann auf jeden Fall hier unten noch das Herz abholen. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und im schlimmsten Fall ist es halt nur Erfahrung und die Materialien für die Herzen. Ich mache jetzt gerade nochmal 3 Kisten auf. Vielleicht haben wir mal einen zornerfüllten. Zornerfüllter aus. 2 Stück! Ich habe 20 Kisten aufgemacht und nicht einmal einen bekommen. Und jetzt direkt 2. Ich mache nochmal eben. Wir gehen. Ne, der Tunnel zurück geht nicht. Okay, ich mache den Tunnel nochmal und dann gucken wir uns den Zornerfüllten an. Ich habe den Tunnel fertig. Falls ihr euch fragt, welchen Tunnel ich immer mache, ich mache immer diesen Tunnel hier unten in Havizar. Der geht meiner Meinung nach am schnellsten. Einmal schnell alle Gegner besiegen und dann ist man schon durch und fertig. Ich werde sofort zu diesem zornerfüllten Herz, weil es das erste Mal, dass ich so einen zornerfüllten Ansucher habe. Machen wir auf. Hat geklappt. Und ich bin gespannt, welches Herz ich bekomme. Okay, war auf jeden Fall ein Etappenziel. Ein Herz bekommen. Ein schwarzes natürlich.
Schaden über Zeiteffekte, okay, den habe ich auch schon. Ist für mein Bild nicht so interessant, aber ich habe ja noch einen Zornerfüllten. Also, ich weiß nicht, ob ich vorher einfach unlucky war, dass ich 20, also wirklich 20, also bestimmt 20 habe ich aufgemacht und keinen zornerfüllten Ansucher bekommen. Und jetzt habe ich drei aufgemacht und direkt zwei bekommen. Ich gucke mal, ob ich jetzt mal welche aufmachen kann, aber vielleicht war ich vorher einfach nur unlucky oder jetzt gerade sehr lucky. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so der Fall ist. Und da würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Wichtig für mich war für euch zu sagen, dass war schon halt diese 800 Gegenstandsmacht-Items fallen lässt und dass ihr die Sockel ändern könntet, indem ihr die Waffen bzw. eure Schmuckstücke ablegt. Habe ich genug für noch einen? Ne, habe ich leider nicht. Dass ihr die Herzen wechseln könnt, wenn ihr den Schmuck ablegt und dann könnt ihr da was Neues reinmachen. Dass man zwei schwarze Herzen auf einmal nicht benutzen kann, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon erzählt. Dann würde ich sagen, war es das von mir. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video und sagen bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.